Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es einen riesigen Temu-Haul. Und ich weiß, Temu ist ultra umstritten. Und deswegen bilden wir uns heute vielleicht einfach nochmal, also ich bilde mir meine eigene Meinung, ihr bildet euch eure Meinung. Lasst mich gerne wissen, was ihr von Temu haltet und wie ihr das so findet. Ich will natürlich wissen, ob das wirklich Schrott ist, was man sich da aus China bestellen kann oder ob da wirklich auch Sachen dabei sind, die man vielleicht gut gebrauchen kann, die sehr gute Qualität haben und wo sich das lohnt. Weil ich verfolge ja eher so den Gedanken Nachhaltigkeit und das lässt sich mit Temu nicht so gut vereinbaren. Man kriegt hier einen Haufen Plastikverpackung. Ich glaube, die meisten Produkte bestehen wahrscheinlich aus Plastik, zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Ich habe jetzt versucht, so viel wie möglich praktische Dinge zu bestellen, also zum Organisieren und Aufräumen oder auch zum Dekorieren. Jetzt weniger irgendwie Klamotten oder Spielsachen, sowas eher nicht. Und halt nützliche Sachen für den Haushalt. Ich will es einfach mal ausprobieren und mal schauen, was jetzt dabei rauskommt. Das Gute aber trotzdem bei der ganzen Sache ist, dass ich euch meine ganz ehrliche Meinung zu den Sachen sagen darf. Ich darf oder ich soll und muss auch wirklich sagen, was ich ehrlich über die Dinge denke. Und das finde ich natürlich eine Grundvoraussetzung und das finde ich auch wirklich wichtig. Und das freut mich natürlich, weil ich dann wirklich auch mit meinem kritischen Blick und mit meiner skeptischen Einstellung da ein bisschen dran gehen kann, weil ich bin wirklich schon sehr skeptisch, ob das was ist oder ob es jetzt auch meine letzte Bestellung bei Temu war. Also, let's go. Ich durfte mir bei Temu im Wert von 300, oder muss man schon aufpassen, dass man nicht in die Sachen schneidet, die sind wirklich sehr, sehr eng verschnürt. Ich durfte mir Sachen im Wert von 300 Euro aussuchen. Ich bin nicht auf den Wert gekommen. Also wie viel wäre es denn dann irgendwie gewesen? Es waren irgendwie 200 Euro oder so. Also ich werde auf jeden Fall alle Preise und alle Produkte nochmal verlinken. Preise dann vielleicht einblenden. Ich weiß gar nicht, selber gar nicht mehr genau, was ich bestellt hatte alles. Weil es war auch wirklich einfach so viel. What is that? Schauen jetzt einfach mal zusammen da rein. Dann wird es mir schon wieder, wird es mir schon wieder einfallen. Das sind so Puschel. Ich fand es wirklich hilfreich, mir die, also nicht die Produktbilder, sondern die Kundenbilder anzuschauen. Weil manchmal denkt man so auf den Produktbildern, das sieht ja richtig toll aus. Und dann auf den Kundenbildern habe ich dann bei vielen Dingen festgestellt, dass es nicht meinen Erwartungen entsprechen wird und habe es dann auch gar nicht bestellt. Also da würde ich immer die Bewertungen durchlesen und gucken, wie die auf wirklichen Bildern aussehen, die nicht im Studio gemacht worden sind. Ich habe mir nämlich noch zwei Vasen bestellt und dafür dann halt auch so Puschel. So, das sind jetzt die. Und ich würde sagen, wir warten dann einfach auf die andere Seite, ist besser. Auf jeden Fall gut verpackt, dass die nicht so leicht zerstört werden. Das finde ich schon mal echt gut. Und ja, die sehen schon erstmal ganz süß aus. Okay, ja, ich lege sie jetzt mal auf Seite und dann, wenn die Vasen da sind, dann mache ich die in die Vase rein und schau mal, wie es dann aussieht, wenn ich es dann auch ausgepackt habe. Und wir achten auch mal drauf, wie viel Plastikverpackung da so dabei ist, weil das ist halt immer nicht so toll, ne? Das wissen wir ja. Oh, das finde ich jetzt echt cool. Das gefällt mir gut. Wisst ihr, wofür ich das geplant hatte? Ich habe mir das so gedacht im Badezimmer oben, was wir jetzt richtig schön hergerichtet haben, für ein bisschen Toilettenpapier. Oder auch fürs Gästebad, aber ich habe es mir eigentlich dafür so gedacht. Also das finde ich echt gut. Ich weiß leider die Preise nicht mehr auswendig, ich werde es dann einblenden. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ob ich es für den Preis günstig finde oder nicht. Aber generell natürlich sind die Sachen sehr, sehr, sehr günstig. Oh, das sieht doch auch schick aus. Also es passt auf jeden Fall von der Breite hier perfekt rein. Und wenn man hier dann gleich so ein bisschen Klopapier reinstellt, dann muss man auch nicht aufstehen zum Schrank. Oh, das finde ich wirklich schön. Das gefällt mir gut. Also bis jetzt gut. Also das Körbchen, gut. Dann machen wir mal damit weiter. Das hier habe ich schon ausgepackt, also zumindest aus der ersten Verpackung, weil das kam mit DHL in einer braunen Verpackung. Man hat das gar nicht erkannt, dass es eine Temu-Bestellung war. Und hier sind die beiden Sachen drin. Einmal so eine Magic Brush. Es ist so eine Bürste. Ich habe das auch schon oft in Videos gesehen und so, wo man halt dann
Das riecht schon nicht so toll, aber ja, wo man dann halt richtig schön das Waschbecken und so oder die Pfannen, gibt es halt verschiedene Aufsätze hier. Das sind jetzt alleine schon die Aufsätze mit dabei. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich mache dann gleich mal das Waschbecken sauber. Ich glaube, das ist sowieso notwendig. So, und jetzt nehmen wir mal zum Vergleich einfach einen ganz normalen Schwamm. Ja, und ich würde sagen, ich bin deutlich schneller und kann viel mehr Druck ausüben mit der Hand auf den Schwamm als das hier. Was ist, wenn der Schwamm abgenutzt ist? Dann, wie kriege ich dann so ein Ersatzding? Also viel Power hat das Ding nicht. Vor allem, wenn man drückt, dann dreht sich's ja noch langsamer. Ja, viel Power hat es nicht. Boah, mein Magen knurrt. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber hui, mein Magen knurrt. Also die Magic Brush, die braucht niemand, würde ich behaupten. So, das ist nur eine Spielerei, die noch nicht mal besonders viel Spaß macht. Schade, weil da habe ich mich voll drauf gefreut. Ich meine Finger genauso. Aber leider ein Satz mit X. Und hier, das ist so ein Schleim, mit dem man Tastaturen oder Auto und sowas sauber machen kann. Wie viel sind da drin? 1, 2, 3. Da sind jetzt 5 Stück drin. Ich denke, die benutzt man ja auch nur einmal. Also ob es funktioniert oder nicht, können wir dann ja gleich sehen. Boah, das riecht schon mal wirklich sehr stark. Okay. So, wie geht es jetzt hier so drüber? Und dann müsste doch der Dreck überall hängen bleiben. Ich habe jetzt keinen Vergleich, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder... ups. Ja, es wird schon einigermaßen funktionieren, weil der Dreck, der bleibt ja schon hier kleben. Okay. Das war das kleine Paket und dann kommen jetzt noch 3 wirklich große Sachen. Übrigens ist der Versand ja kostenlos, also der Hin- und der Rückversand ist kostenlos. Und wenn man sich die App runterlädt und den Code benutzt, dann könnt ihr 100 Euro sparen auf die eh schon recht günstigen Preise. Also das Runterladen der App lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da bestellen möchte. So. Oh ja, ganz viele Dinge zum Organisieren. Also ich wollte halt wirklich, oder ich habe wirklich versucht, nur Dinge zu bestellen, die ich auch wirklich richtig gut gebrauchen kann. Gerade um jetzt mehr Ordnung zu halten. Und genau, hier sind zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig erkenne, hier ist zum Beispiel jetzt sowas. Ich mach's mal ganz zu. Ich finde es eigentlich echt cool, ne? So. Um Socken zum Beispiel einzusortieren. Und es ist halt so ein Set gewesen aus 1, 2, 3, 4, 5. Insgesamt 5 Teile. Ist auch nochmal das Gleiche, aber auch nochmal das Gleiche. Okay, so viele Socken. Ich weiß nicht, ob wir so viele Socken haben. Auch nochmal. Okay. So. So. Jetzt habe ich aber alle Socken dann, die wir bei uns im Haus haben, sortiert. Vielleicht, ich überlege gerade, für was man es noch benutzen kann. Unterhosen und Socken eigentlich. Sonst fällt mir gerade nichts ein, oder? Von der kleinsten? Nee. Strumpfhosen noch von der kleinsten. Ich probiere es dann gleich mal aus. Wir testen es dann gleich oben. So. Das ist auch wieder zum Klamotten organisieren. Okay, das ist jetzt schon sehr, also stabil ist anders. Aber die Fächer sind relativ groß. Ich dachte mir halt, dass man da ganz gut auch
Hosen oder vielleicht dünnere Pullis zum Beispiel mit sortieren kann. Es könnte halt dann stabil sein, wenn da auch wirklich die Sachen drin sind. So jetzt an sich ist es schon sehr unstabil. Also ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen rein, um auszuprobieren, wie es dann von der Stabilität ist. Und ich denke, wenn ich jetzt einen Schrank hätte, wo ich das so reinstellen kann, dann wäre das schon praktisch, weil da kann man sich dann ja immer das rausnehmen, was man gerade braucht und macht den Rest nicht durcheinander. Für die Schubladen jetzt von der Malmkommode ist es leider etwas zu hoch, vielleicht so ein Stück zu hoch, sodass die nicht mehr zugehen. Und ich will das ja jetzt auch nicht so runterquetschen, deswegen ist es für die Schubladen nichts, aber vielleicht packe ich das einfach bei uns in den Keller dann mit den Sachen, die ich halt zurzeit nicht anziehe. Darum geht es zwar heute nicht, aber wir haben unser Zimmer wieder etwas neu, unser Schlafzimmer. Deswegen stehen die Kommoden auch da, die Bilder hängen noch nicht an der Wand. Und hier haben wir neue Bilder und ein neues Bett. Und wunderschön mit der Wickelauflage obendrauf. Aber so ist es halt, wenn man keinen Wickeltisch mehr hat. Okay, hier kommen jetzt einige kleine Sachen. Ich habe hier so kleine Behälter bestellt für die Ohrringe von meiner Tochter. Die hat sich nämlich jetzt aktuell Ohrringe. Oh. Die hat sich jetzt aktuell Ohrringe stechen lassen. Okay, ich dachte schon, es geht gar nicht, aber es geht. Etwas schwer geht es auf und zu. Ja. Es sind einfach so kleine Plastikdöschen, wo das ist halt einfach. Ja, viel Plastik, was jetzt nicht so ultra hochwertig sich auf und zu machen lässt. Also es lässt sich eigentlich gar nicht auf und zu machen. Sehr, sehr schwer. Ach, ich weiß nicht. Nee, das hätte ich mir jetzt, glaube ich, so irgendwo im Geschäft so auch nicht gekauft. Da gibt es bestimmt. Es kommt drauf an, wofür man das braucht. Also ich dachte halt, dass wir einfach ihre Ohrringe da gut verstauen können. Dann geht es bei ihr nicht verloren. Okay, was ist denn das jetzt nochmal? Okay. Das ist so ein Teil, das hatte Patrick sich, glaube ich, auch ausgesucht. Der meinte irgendwie, dass man dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also die Verarbeitung ist nicht die allerbeste. Aber ich probiere natürlich auch dann aus, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Oh, da sieht man es schon ein bisschen, wie es halt verarbeitet ist. So, und damit, ach so, was ist das überhaupt? Damit macht man halt so angebrochene Beutel und sowas wieder zu. Ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert und das funktioniert auch so, wie es soll. Also es kriegt die Tüten wieder zu, aber es ist halt hier mit der Sicherung. Das ist halt jetzt für Kinder kein richtiger Schutz. Also das muss man auf jeden Fall fern von den Kindern aufbewahren. Und ich zeige euch jetzt mal bei der Tüte, wie ich das dann mache. Also ich fange dann meistens so in der Mitte an und ziehe das dann ganz, ganz langsam hier durch. So, und hier ist es wieder verschlossen. Und dann mache ich das bei der anderen Hälfte ganz genauso. Man muss halt hier nur genau die Linie wieder treffen. Das ist auch nicht ganz so einfach, aber dann funktioniert es auch. Wie man sieht, ist es nicht so leicht, die Mitte hier zu treffen. So, aber jetzt ist es zu. Aber hier sieht man jetzt auch schon, nachdem ich es ein paar Mal benutzt habe, dass hier vorne das Plastik auch schon schmilzt. Also so richtig sicher ist das Ding, glaube ich, nicht. So. Dann haben wir hier noch eine Sache für die Kinder. Und zwar, weil ich das unbedingt mal wieder gebraucht habe, sind einfach ein paar Haargummis. Weil die gehen bei uns halt immer wieder verloren und fand ich jetzt ganz praktisch, einfach mal ganz viele Haargummis auf Vorrat zu haben. Dann hatte ich hier noch irgendwas zum Reinigen. Das ist, glaube ich, so ein. Das ist halt auch cool, ne? Dass da kein Englisch und nichts draufsteht.
Aber es ist irgendwas zum Reinigen gewesen. Ich gucke da noch mal im Online-Shop, da steht vielleicht noch mal mehr dazu, wie man das verwendet oder so. Ja, also zum Reinigen von Wasserkochern, Töpfen und Maschinen. Also mal schauen. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, was das ist, testen wir das mal an der Pfanne, ob hier die Verkrustungen vielleicht damit abgehen. Also es geht auf jeden Fall gut was ab. Um jetzt die ganze Pfanne damit sauber zu kriegen, das wäre wahrscheinlich sehr viel Arbeit. Und wahrscheinlich wäre der Radiergummi danach auch weg. Aber es geht ab. Sieht man hier richtig gut. Ich teste das jetzt hier nochmal an so einem Topf, der so hier Verfärbungen hat. Ich weiß nicht, was das genau ist, ob das Rost ist oder sonst irgendwie Verschmutzungen. Die gehen jetzt bei der Spülmaschine auf jeden Fall nicht raus. Das löst sich wirklich komplett. Also das geht richtig schön ab. Da bin ich ganz begeistert. Also wenn einen diese Flecken stören, dann kriegt man die damit auf jeden Fall super weg. Dann hatte ich hier einen Schwamm. Also das Thema mit der Plastikverpackung ist halt, ne, das kann man halt auch nicht wegdiskutieren. Hier habe ich jetzt einen Schwamm, wo ich für die Fliesen gedacht habe. Im Bad zum Beispiel. Aber es, zum Beispiel stelle ich mir dann so die Frage, weil das ist ja fest und das kann man jetzt nicht austauschen. Wenn das dann wenn der Schwamm dann einmal eklig ist, muss man das ganze Ding hier wegschmeißen. Und da geht es jetzt ja nicht ums Geld, dass es zu teuer ist, sondern um den Müll. Aber ist bestimmt schon praktisch jetzt, um die Fliesen damit mal sauber zu machen. Oder halt Wände. Vielleicht auch bei uns im Treppenhaus sind ja auch abwaschbare Wände. Und der Schwamm ist schon relativ rau. Damit würde ich auf jeden Fall mal drüber gehen. Da tut sich leider gar nichts. Und er tropft halt auch total, der Schwamm. Also die Treppe ist nass, aber die Wand ist nicht sauber. So, dann hatte ich hier so Boxen zum, ja, für meine Badezimmerschubladen. Und die kann man so ineinander hängen. Ich mache erstmal alles auseinander, um zu sehen, was da dabei ist. Also es sind zwei große, drei mittlere und drei kleine. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das natürlich... Ah ja, doch. Ja, das ist easy. Wenn die so ineinander... Also die gehen wirklich schön easy ineinander. Und dann kann man sich das ja irgendwie schon so zusammenstellen, wie es dann halt gerade passt. Das finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, wobei, doch hält das. Muss ich mal ein bisschen rumbasteln und gucken, wie ich das am Ende dann gut verwenden kann. Aber an sich die Boxen, das ist halt einfach schon günstiges Zeug, würde ich sagen. Ich finde es jetzt nicht verkehrt. Es sind schon recht stabile Behälter. Ich stapel es mal wieder ineinander und auf geht's zum nächsten. Dann haben wir aus dem Paket noch die eine Tüte. Ah ja, das gleiche habe ich noch mal in schwarz. Ist exakt das gleiche. Gut. Mal schauen, wo ich das dann, also ob ich dann wirklich fürs Bad benutze. Und ob es da dann so passt, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Und dann wäre jetzt natürlich noch die Frage, ob die Schubladeneinsätze hier für die Schublade gut passen könnten. Weil, gerade weil man die sich halt so zusammenstellen kann, wie man sie braucht. Und jetzt muss ich mal kurz so ein bisschen überlegen. Hm.
passt jetzt in meine Schublade halt auf den Millimeter wirklich genau da rein. Ich weiß noch nicht genau, wie. Doch, das hält, das hält. Da noch das Teil. So, doch. Ja, wobei doch. Ja, nein, ja, nein. I don't know. Vielleicht um die noch ein bisschen zu verbinden miteinander. Hier springt es immer ein bisschen wieder auf an der Stelle. Nee, das, also hundertprozentig passt es nicht rein. Okay, ich meine, wenn da Sachen drinstehen, dann... bisschen klein. Okay. Ach nee. Nee. Da habe ich irgendwie doch keine Lust, das zu benutzen. Das überzeugt mich nicht. Im Vergleich jetzt nutze ich lieber die als die. Ich hätte gern die Vase. Und ich glaube, das Paket hier ist deutlich schwerer. Nee, das ist auch schwer. Nö. So, dann würde ich hier weitermachen mit dem größten Paket. So, ich stelle das jetzt mal so auf Seite und gucke jetzt mal in die erste Tüte hinein. Ich hole jetzt da erstmal die Sachen raus. Oh Gott, süß. Die Boxen sehen wirklich ganz süß aus irgendwie. Oh. Plastikverpackung ohne Ende, das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Das gefällt mir nicht. Also aussehen tut die wirklich sehr, sehr süß. Ich will halt meine Speisekammer zum Beispiel auch noch mal ganz neu organisieren. Da ist nämlich, also das ist noch gerade so mein Horrorzimmer, die Speisekammer. Genau, das ist echt ganz schön eigentlich. Eine in beige und eine in weiß. Also optisch finde ich die wirklich schön. Die Plastikverpackung, da hätten sie einfach ein bisschen was weglassen können. Unnötig. Okay, sorry again. Hello. Ja, dann lass mich jetzt mal schnell noch weitermachen. Ja, ja, genau. Dann nehme ich es auch jetzt einfach so, ja? Okay, bis gleich. Ja, ciao. Also die finde ich wirklich sehr cute und schöne Farben auf jeden Fall. Dann, die schauen so gleich aus. Das ist hier und das wünsche ich mir wirklich schon lange. Ich hoffe, dass das gut ist. So ein Zwiebelschneider. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Zwiebel da haben. Mal gucken. Oh ja, das Messer ist schon sehr scharf. Ja, kann schon gut funktionieren. Warte mal. Ah, das würde mich jetzt schon interessieren, ne? Aber ich glaube, wir haben keine Zwiebel da, dass ich es ausprobieren kann. Aber das, da habe ich mich am allermeisten drauf gefreut, auf dieses Teil. Also ich habe jetzt hier eine Zwiebel gefunden. Und dann... funktioniert, würde ich sagen. Cool. Sehr gut. Finde ich mega, das Teil. Als nächstes haben wir hier einen Karton. Und ich habe gar keinen Plan, was es sein könnte. Oh. Ah, okay. Also ist schon gut, dass dann auch die Sachen, die jetzt hier, kann das kaputt gehen? Also so Sachen, schön, ne? Mit dem goldenen Rand. Dass die nochmal in so einem Karton verpackt sind, finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Hat hier so einen Gummirand. Zum Wattestäbchen oder so. Ich stelle es auf jeden Fall gleich hoch ins Bad, weil ich glaube, dass es jetzt gerade in unser gemachtes Bad
gut passt. Hey, sind das Kratzer oder? Also es hat so minimale, leichte Kratzer irgendwie. Also wie so eine... Also es ist ja nicht aus Glas, sondern es ist so ein Plastik. Optisch finde ich das irgendwie voll schön. Ich versuche mal den Gummirand. Wenn man jetzt was reinpackt, was... So geht es halt leichter auf und zu. So finde ich es, glaube ich, besser. Ich leg den mal auf Seite. So. Finde ich ganz hübsch. Sieht schön aus, also zumindest, oder? Ja. Ich glaube halt, dass das Zeug nicht langlebig ist. Also gerade auch, dass es mit so ein bisschen goldener Farbe dann hier angemalt am Rand. Vielleicht sieht man es am Rand, also am goldenen Rand, dass... Ja, dass es so ein bisschen kleine, ganz kleine, viele Punkte überall hat. Und jetzt nicht. Ja. Also die Qualität haut mir jetzt auch nicht vom Hocker, bei so bei dem Teil zumindest jetzt. Dann probiere ich mal aus. Alle. Oh. Wie sind die denn? Die sind halt sehr, sehr, sehr klein. Oh, aber die sind wenigstens gut dehnbar. Also, oh, ouch. Die sind nicht so hart. Genau. Und die kommen jetzt alle da rein. Perfekt, oder? Und ohne den Gummirand einfach so viel besser. Viel, viel besser. Das finde ich wirklich gut. Ich weiß nicht. Ach, das sind einfach so... Muss ich jetzt nicht extra auspacken. Das sind so Klebedinger. Ich glaube, Patrick hat es noch mit reingepackt, um Dinge irgendwo hinzukleben. Frag mich nicht. Oh. Dann sind... Schauen wir mal, was in diesem Beutel ist. Eine Stifte, ein Stiftehalter für den Kinderschreibtisch. Dann... Okay. Ah, dann hier noch... auch noch mal für Pinsel ist der, glaube ich, ganz... Also habe ich mir gedacht beim Bestellen für Pinsel. Aber wir müssen mal genau... Wir müssen schon genau mal gucken. Ich will jetzt auch nicht zu lange über jedes einzelne Teil reden, weil das würde ja auch jeden irgendwie langweilen. Okay, angenommen ist es festgeschraubt, dann lässt sich das hier halt so schön drehen. Das ist jetzt noch wackelig, weil es halt nicht festgeschraubt ist. Das ist rausgebrochen. Das ist kaputt. An der Schraube hängt so Plastik mit dran. Was nicht sein sollte. Also es ist hier einfach herausgebrochen. Das ist jetzt gar nicht so tragisch in dem... Also das kann sofort in den Müll. Das ist natürlich doof. Aber der Behälter ist deswegen jetzt nicht kaputt. Und das finde ich gut. Oh. So sieht der schön aus. Und richtig gut. Der ist auch wirklich stabil. Ist halt auch wieder so ein hartes Plastik. Aber ich drehe es mal auf die Seite. Hier. Seht ihr die schwarzen Stellen hier oben? Und das ist jetzt nicht Dreck, was man abmachen kann. Das ist halt nicht schön. Hm. Ja, von innen hat er so eine Aufteilung. Schade. Ich werde es trotzdem bei uns ins Bad oben hinstellen wahrscheinlich. Oder halt für Stifte auch wieder ganz cool. Für die Stifte der Kinder, da ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich finde, man muss es einfach wissen. Das ist halt das, was man auch für das... Für den günstigen Preis am Ende bezahlt, ne? Und hier ist noch mal eins. Das dreht sich auch wieder. Es dreht sich nicht. Hä? Sollte sich drehen, aber... Hm. Hier ist es nicht sauber. Dann... Ja, hier oben die Ränder. Also hier ist schon so ein bisschen... Hier gibt es so die eine oder andere Ecke, die ist nicht besonders sauber verarbeitet. Und es ist halt einfach auch ein sehr, sehr dünnes Plastik. So hätten wir dann grün und weiß so zusammen. Von den Farben ganz schön. Aber von der Verarbeitung... Also ich weiß nicht, ob man sich da lieber was Gescheites bestellen soll. Oder halt, ne, was Gescheites anschaffen. Oder halt so was,
Und hier habe ich jetzt so Behälter. Die sollen doch auseinander, oder? Shit! Wie haben die sich denn das gedacht? Gibt's da einen Trick? Ich krieg's nicht auseinander. Ich hätte mir mal die Größe anschauen sollen. Das ist halt voll winzig, die Behälter. Also wenn ich es nicht auseinander kriege, kann ich sowieso nicht benutzen. Versteh's gerade nicht. Das soll Patrick nachher mal probieren. Und wir gehen einfach mal weiter. Strange! Also bisher ist meine Meinung echt gespalten, muss ich sagen. Es hat gut gestartet und es nimmt so ein bisschen ab. Und der Plastikhaufen nimmt zu. Ah ja, das kann man auch wieder für alles Mögliche. Das schaut ganz schön aus. Das schaut auch wieder ganz nett aus, finde ich. Für, ja, halt entweder fürs Bad oder halt auch so für Stifte. Steht auch gerade und wackelt nicht. Doch, das ist wieder echt schön. Das gefällt mir gut. Oh, jetzt wird es etwas schwerer. Was ist denn das? Ah, das ist so, wo man Kabel einfach zusammenkletten kann. Das ist hoffentlich ganz praktisch. Genau. Wir haben ja zwei Sachen. Aber den Korb fand ich wirklich total süß. Und der ist größer, als ich dachte. Ich dachte, der wäre viel, viel kleiner. Aber der ist schön hoch und ja, halt so ein. So ein typischer Korb ist noch ein bisschen verformt, aber ganz schön, ne? Mit dem Regenbogen. Und der Regenbogen ist auch richtig da so drauf genäht. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, doch. Das finde ich sehr schön. Top. Die nächste Sache ist ein Kulturbeutel. Ich brauche nämlich eh einen Kulturbeutel. Also ich finde, schön aussehen tut er schon. Ich muss mal gerade gucken, wie geht es dann hier? Ich habe mich gewundert, dass das hier so, also nicht bis zum Boden durchgeht. Aber das ist einfach nur so ein kleines Reißverschlussfach. Hier kann man halt dann, weiß ich nicht, Ohrenstäbchen oder so reinmachen. Hier hat man zwei kleine Fächer. Hier ein größeres, ist dann halt hier so verarbeitet, hat schon ein bisschen was an Platz, würde ich sagen. Und ist aber auch nicht zu groß. Ich würde es einfach mal ausprobieren, wenn wir das nächste Mal irgendwo hinfahren. Aber optisch gefällt es mir wirklich gut. Ja, auch eine schöne Sache. Oh, dann habe ich hier einiges an, was ist denn das? Okay, das ist irgend so ein Kühlschrank-Reinigungsteil, was Patrick sich dann noch heimlich am Schluss in den Warenkorb gepackt hat. Okay, ich lasse es so, wie es ist, weil da sind mehrere Einzelteile mit dabei. Und lege ihm das da dann auf seine, zu seinen Sachen. Dann, was ist denn das? Das ist so Schubladentrenner. Also so. Muss es mir mal im Detail anschauen. I don't get it. Doch. Das ist schon so ein Schubladentrenner, den man sich halt jetzt so auf die individuelle Größe einstellen kann. Also zum Beispiel so. Ach so, ja. Jetzt kapiere ich es auch. Ich will es jetzt noch nicht fest. Doch, ich drücke es jetzt mal fest. Das ist fest ineinander. Und dann auf die Seite kommt dann wieder so ein Teil. Doch, ist schon praktisch. Wollte ich auch für meine Klamotten mal. Das lasse ich auf jeden Fall gut zusammen. Die Anleitung brauche ich nicht mehr. Haben wir ja alles gut verstanden.
Und dann habe ich jetzt ein paar Cricut-Sachen. Genau, das ist einmal eine weiße Folie, dann eine Rosé. Upsa. Oh, das ist eine schwarze, aber die ist richtig. Die ist wirklich eine sehr, sehr. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Mit ganz viel. Die Cricut-Zubehörsachen sind nicht günstig. Und gerade wenn ich jetzt auch so vieles beschriften will, wollte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil vielleicht ist die Folie ja genauso gut. Und deswegen habe ich hier schwarz, so als Hauptfarbe. Ah, und das sind dann auch noch mal diese Schubladentrenner. Dann waren das so ein, war das so ein Dreier-Set. Ich hole es mal zumindest hier aus dem Karton. Genau, das ist noch mal. Und hier auch noch mal. So, Nummer 3. Es waren ja jetzt schon einige gute Sachen auch dabei. Und wenn ihr auch bestellen wollt, dann nutzt auf jeden Fall meinen Code, weil dann könnt ihr noch ein bisschen mehr sparen. Ihr müsst ja nicht den vollen Preis bezahlen. Und mit der App kann man ja dann auch noch mal 100 Euro sparen. Das finde ich auch wieder sehr süß. Ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Ich habe mir echt die Maße nicht genau genug angeguckt. Das ist einfach hier so ein Holzbrettchen. Wollte ich auch wieder ins Bad stellen und die Seife so oben drauf. Es ist nicht ganz so glatt, es ist ein bisschen rau. Aber jetzt auch nicht so, dass man sich einen Spreisel holt. Es ist nur einfach nicht so glatt, wie man vielleicht denken könnte. Jetzt wird der Platz hier langsam eng. Aber der Sack hier ist ja eh leer. Dann lege ich mal die Sachen hier auf Seite. Schöne Sachen. Manche Sachen sind wirklich schön. Okay, dann ist hier noch drin. Ah ja, das Gleiche. Das Gleiche habe ich noch mal in etwas kleiner. Das ist auch ein bisschen höher. Das ist gleich hoch. Es ist schon gleich hoch, zum Glück. Also einmal in rund mit so einem Rand und einmal so in oval. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr schön. Und hier habe ich auch wieder keine Ahnung. Muss mal gucken. Ah, ja. Für die Badezimmerschubladen. Da haben ja so viele von euch auch geschrieben, ja, mach doch da so eine Anti-Rutschmatte rein. Und wie rum geht das dann? Also so rum rutscht es. Es hat halt hier so Gumminoppen drauf. Ob das dann wirklich nicht rutscht? Da bin ich mal gespannt. Und hier ist noch ein Schwamm. Den habe ich auch schon öfter mal gesehen und den wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren, weil der super praktisch sein soll für zum Beispiel Fußleisten. Mal gucken auch, wie leicht er sich sauber machen lässt. Aber der ist halt dann für Fußleisten, um da richtig gut dran zu kommen oder auch, ja, halt so fürs Fenster. Habe ich es auch schon gesehen. Ja, ob ich das gut finde oder nicht, hängt natürlich davon ab, was der kann. Und der Schmutz, der geht anscheinend echt richtig super ab von dem Schwamm. Einfach nur kurz drunter halten. Und er ist wieder sauber. Das finde ich richtig genial. Ich bin immer mehr begeistert von diesem Schwamm. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Fußleisten damit gewischt und ich bin richtig begeistert von dem Schwamm. Also ich finde ihn immer besser. Richtig genial, dass der auch so leicht sauber geht. Das finde ich halt so gut. Also den benutze ich jetzt öfter beim Putzen. Den werdet ihr öfter sehen. Und damit sind wir jetzt schon beim allerletzten Paket angekommen. Und das machen wir jetzt auch noch auf. Also mein Fazit bisher ist, dass es schon Sachen gibt bei Temu, die
wirklich gut sind, aber wirklich Bewertungen durchlesen und Bilder anschauen. Und vielleicht noch mehr auf Maße achten und so. Okay. Schauen wir da mal rein. Es tut mir irgendwie voll leid gerade, dass ich so viel Plastik bestellt habe. Naja, okay. Aber jetzt schauen wir mal, ob das hier wenigstens was kann, was hier drin war. Das ist auch wieder so für, weiß ich nicht, hier zum Beispiel wieder, ich glaube, eigentlich ist es gedacht für Unterwäsche, also BHs oder so, die jetzt hier von der Größe her, oder Unterhosen, die gut reinpassen würden. Es ist halt auch wieder nichts Stabiles. Also das ist halt auch wieder sehr blabberig und ist wahrscheinlich nur stabil, wenn das vollgestopft ist mit Klamotten. Das ist auch wieder eins mit so kleinen Fächern und das dritte ist dann hier anscheinend etwas größer. Ich packe da gleich mal Klamotten rein und dann vielleicht, zack, wenn es so auf Spannung dann ist, vielleicht ist es ja was. Aber bis jetzt würde ich sagen Mittel. Und so, das, was ich eigentlich noch erwarte, sind, und es könnte da jetzt eigentlich ganz gut drin sein, sind Vasen, wo ich dann auch die Trockenblumen von ganz am Anfang, toll, ne? Das allererste und jetzt hier das allerletzte, was zusammengehört. Jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, über den Müll habe ich genug geredet, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Genau, und da sind die zwei Vasen drin, die ich, ja, die ich mir ausgesucht habe. Und wir gucken mal, wie die, hoffentlich ist die Verarbeitung gut. Das sieht schon mal gut verpackt aus. Mache ich das denn jetzt so? Eins. Ah, so. Oh, schön. Also sehr gut verpackt, das kann nicht kaputt gehen. Oh wow, schön. Und es sieht halt immer schön aus, ne, wenn die in so einem Doppelpack dann da stehen. So, und die sind auch wirklich schön groß. Yes, das war jetzt nochmal ein schöner Abschluss von der ganzen Bestellung. Also, die hier finde ich wieder richtig gut. Und jetzt stellen wir direkt mal die Trockenpflanzen da rein. Ich habe ja die drei hier. Mal gucken, wo passt denn hier was? Hier die großen Puschel, vielleicht eher in die große. Die kleinen roten Blümchen da rein. Das da. Hm. Vielleicht kann man die ja auch mixen. Da haben wir auch noch gar nicht genau gesehen, ob die eigentlich was taugen. Aber bei Temu ist es ja schon so, dass, also zumindest das, was ich so gelesen habe im Internet, dass die Leute es entweder lieben oder hassen. Oh, stimmt. Ich will das schon schön hinkriegen. Oh doch, irgendwie ist es cool. Wie sieht es jetzt hier aus? Ah, sorry, das dauert jetzt, glaube ich, zu lang. Warte mal, hier ist nur ein Steckerle. Aber ich will jetzt trotzdem auch noch also diese hier anschauen, wie die sind, weil das kann ja alles und nichts sein. Mhm. Bin ganz positiv überrascht, muss ich sagen. Ich will, dass es sich so ein bisschen lockert. Aber ich war durch die Kundenbilder schon so ein bisschen eher skeptisch, weil ich dachte, auf manchen Bildern sieht es echt sehr, sehr komisch aus. Aber umso besser finde ich es jetzt gerade. Und es sind halt 5 Stück. Die sind relativ klein, also man darf jetzt nicht irgendwie was Riesiges hier erwarten. Ich werde danach erstmal staubsaugen. So, doch, finde ich wirklich schön. Schaut, und so sieht jetzt der ganze Bund zusammen aus. Also, das gefällt mir jetzt auch wieder gut. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel nicht so gut. Mal das mal ein bisschen auf die Seite. Schade. Hä, wieso sind die Weißen nicht so gut?
Ich fächer das mal so ein bisschen auseinander. Aber das sieht irgendwie eher traurig aus. Hä? Wie kann es denn so ein Unterschied sein? Also die weißen kann ich nicht empfehlen. Das ist noch besser. Das ist das Beste. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich davon verwenden kann. Guckt euch jetzt mal den Vergleich an zwischen... Ich habe jetzt ja das Gleiche damit gemacht, ne? So ein bisschen geschüttelt und aufgelockert. Jetzt nehmen wir mal die weißen zusammen und die braunen. Hallo? Die sind richtig gut. Also jetzt nach den weißen sind die richtig gut. Also hier, den kann ich noch verwenden. Vielleicht kann ich das ja trotzdem so dann mit denen, mit dem anderen mixen, dass ich das Weiße da noch mit reinpacke. Doch, ist auch gut. Also die sind gut und die sind nicht gut. Ja, und damit sind wir jetzt komplett durch. Ich habe alles ausgepackt. Also nochmal kurzes Fazit. Es muss wirklich jeder für sich entscheiden, ob er bei Temu bestellt oder nicht. Ich finde, man muss wirklich ganz genau vorher prüfen, was man da bestellt. Bewertungen, Bilder und die Maße genau anschauen. Manche fand ich wirklich toll, eine gute Qualität. Und manche umso mehr dann auch enttäuscht. Was mich am allermeisten jetzt interessieren würde, ist, welche Erfahrung ihr bisher mit Temu gemacht habt. Deswegen auch für die, die vielleicht dort noch nicht bestellt haben, teilt mal gerne eure bisherigen Erfahrungen, was ihr so darüber denkt. Vielleicht hat sich eure Meinung jetzt nach dem Video auch nochmal verändert. Ich weiß es nicht. Ich muss trotzdem sagen, manche Dinge sind wirklich, wirklich toll. Und da kann man mit Sicherheit den ein oder anderen Euro sparen. Und wenn ihr dann bei Temu denn bestellt, wenn ihr euch dazu entscheidet, dann nutzt auf jeden Fall meinen Code dafür, dann spart ihr nochmal extra und installiert euch die App, weil da könnt ihr 100 Euro nochmal mehr sparen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, du lässt es dir wie immer richtig gut gehen. Macht's gut. Bis bald. Tschüssi.